Ja, liebe Bierfreunde, mein Name ist Steffen Dittmer, ich bin Chef der Bergquellbrauerei Löbau, der Heimat des Lausitzer Porter. Vor uns sehen wir unsere stärksten Mitarbeiter, die in der Region für unsere Kunden unser Leckerbier breitfahren. Ich gebe ab an unseren Braumeister Guido Sattelmeier. Hallo, ich bin Guido, der Braumeister der Bergquellbrauerei Löbau. Und ich zeige euch jetzt, wie wir mit modernster Technik und ganz viel Liebe unsere Brauspezialitäten herstellen. 16 Biersorten und Biermischgetränke. Wir haben hier in jedem Kessel was drin. Wenn ihr reinschauen wollt, dann tut's. Bis gleich. So, ihr Lieben, hier befinden wir uns im Bereich der Gär- und Lagertanks und im Bereich der Drucktanks. In den Gär- und Lagertanks haben wir Pils, Bock, Festbier, Helles 1846er, eine wunderbare Brauspezialität und natürlich in den Drucktanks auch Lausitzer Porter, welches wir jetzt verkosten werden. Seid ihr dabei? So, dafür haben wir ein Probenahmeglas und ein Probenahmehahn. Oh, ist das schön. Eine Freude. Prost, ihr Lieben. Schaut euch die Farbe an. Schwarz und ein Schaum. Und ein Geruch. Lecker. Prost. Oh, ist das ein Traum. Schade, dass wir weiter müssen. Wir sehen uns gleich im Bereich der Abfüllung. Hallo, ich bin Jörg, der Leiter der Flaschenabfüllung. Und heute möchte ich euch mal den Flaschenkeller bei uns vorstellen. Zu meiner rechten Hand sieht man die Flaschenreinigungsmaschine, wo unsere Flaschen gewaschen werden. Zu meiner linken Hand das Herzstück jedes Flaschenkellers, der Füller. Im Hintergrund sieht man die Etikettierung und den Spiralförderer, der unsere Brauspezialitäten weiter transportiert in die Vollguthalle. Schaut euch noch ein bisschen rum. Hallo, hier bin ich wieder, im Vollgutlager der Brauerei Löbau. Schaut euch um, das ganze Bier, alles für euch, für jeden anders das richtige Bier. Aus der Bergquellbrauerei Löbau, der Heimat des Lausitzer Porter. It's like a loop machine. Unsere Bergquellbrauspezialitäten füllen wir nicht nur in die Flasche ab, sondern auch in Fass. Und dieses Fassbier gibt es dann zum Brauereifest und da geht richtig die Post ab. Und das zeigen wir euch jetzt.